nach dem schwachen Abschneiden. Gestern das Ähnliche gilt für die Norweger, die mit Robert Johansson jetzt wieder ihren Flugkönig zurzeit aufbieten. 252 Meter in Vikersund vor einer Woche. Weltrekord für eine halbe Stunde. Sehr, sehr gute Luft jetzt für Johansson. Etwas mehr Anlauf, wie gesagt, im Vergleich zu vorhin. Schöne Höhe noch, den kann er ganz nach unten fliegen. Auch wieder Richtung 250. Knapp darunter, würde ich vermuten. ...246,5 Meter. Wieder eine exzellente Veranstaltung, die der Norweger hier hingelegt hat. Ja, gerade rechtzeitig wieder den Superflug anzusehen, ein bisschen was dazu abzusondern. Toll vom Schanzentisch. Die Ski hat er nicht ganz stabil gekriegt, die haben dauernd ein bisschen geschlagen, sonst hätte es vielleicht noch weitergehen können. Was man jetzt gut sieht bei dem Aufsprung, wird sein, wie mächtig der Druck ist. Er versucht an Telemark und schaukelt aber zwei, dreimal gewaltig nach. Jetzt sieht man es. Das war knapp dran, dass es ein Sturz gewesen wäre. Ja, das sind Landungen vergleichbar die bei Fallschirmspringern fast schon, die sich ähnlich, oder Gleitschirmfliegern, die so ähnlich schwankend dann den Boden erreichen. Und er ist geschafft. Er ist ein bisschen geschafft, aber natürlich voller Adrenalin und euphorisch.